Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3. Bei mir ist immer noch der 5.7. und uns ging jetzt eine halbe Stunde Spielzeit verloren. Ich weiß gar nicht, wo wir da stehen geblieben sind. Freiburger ist weg. Ist die Bäckerei da? Die ist da, okay. Wir haben ihn gerade zum Marktplatz geschickt. Ach ja, weil ich jetzt Getreide kaufen wollte. Getreidemehl. Hier, Gerstemehl kaufen wollte. Ich sag euch auf jeden Fall, die Bugmeldung geht raus. Ob sie gelesen wird, ob darauf reagiert wird, weiß ich nicht. Was ist denn jetzt hier los? Warum ist denn der... Okay. Ich freue mich über dieses extrem große Ersparnis. Aber ich verstehe es nicht, warum ich an derselben Stelle, die ich gespeichert hatte, mit einem Einkaufspreis von über 100, jetzt auf einmal direkt nach dem Laden einen Einkaufspreis von 34 habe. Also Tipp an euch, nach einer Stunde speichern, Spiel beenden, Spiel neu starten, dann habt ihr bessere Preise. Ach Mann, das ist jetzt ärgerlich. Also der Absturz von gestern noch, also für euch gestern, für mich ist er jetzt 5 Minuten her. Ah. Sicher. So. Ja. Einziges Gute daran ist jetzt, wir haben jetzt erstmal wieder Zeit, die Routen abzuändern hier. Und das ganze Wasser zu verhökern. Wir sind jetzt hier die Wasserbarone von weiß ich nicht was. Was ist denn hier jetzt los, bitte? Ich frage mich sowieso, warum du eine Lagerregelroute drin hast. Hör auf damit, geh nach Hause, bestätigen. Sind jetzt meine Routen alle weg? Nee. Aber die hier müssen wir wegnehmen, das haben wir ja gemerkt. So, geh mal nach Hause. Hast du gerade Inventar voll? Du da? Hier stehe ich. Nee, dann gehst du jetzt bitte auch hier in die Mühle. Dann geht das schneller. So schnell wie der Wind. So, Wasser einladen. Ja, Wasser einladen. Ja. Nach Hause mit dir. Ja. Wer schafft Zeiten? So. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Hier müssen wir noch umstellen. Ich wollte sie feuern. So. Und hier. Korn ins Lager war hier noch genannt. Ach du Schiete. Abladen. Und los geht's. Habe ich sie ausgewählt? Nein. So viele Sachen gleichzeitig hier. Na, hallo. So. Zack. Geh schon mal darüber. Das Pferd ist auch gleich am Markt. Sie ist jetzt gerade dabei, Lagerregeln einzuhalten, ne? Nee, sie bringt noch das Korn rüber. Stopp. Und Radbruch. Auf direktem Weg. Geh nach Hause. So, versuche doch bitte mal, die Lagerregeln einzuhalten. Was, wer meckert denn jetzt hier und warum? Was hat sie denn jetzt für ein Problem? Ach so, sie findet nichts. Ja, macht Sinn. Zack. Jetzt haben die Meldungen aufgehört.
Jetzt weiß sie, dass sie erst dann... Nee, sie müsste doch jetzt eigentlich Wasser kaufen gehen. Die Räder sollen rollen. Ich werde noch mehr Schugge hier. Ach nee, es macht sie erst wieder dann, wenn ich das hier auf automatisiert stelle. Möchte ich aber nicht, weil ich brauche das Getreide in der Mühle. Also stellen wir die Route um. Alles raus. Hier, löschen. Zack, löschen. Du gehst hier bitte Wasser kaufen. Wir probieren es erstmal, indem wir noch sagen, dass hier noch die Hufe wieder rein soll. Erstmal nur mit 5. Hier geht nicht. Muss ich echt so machen, ja, wirklich. Ja. So. So, 5 zu 5. Wasser. Bestätigen, speichern. Wasser, bestätigen. So, du gehst jetzt wirklich nur Wasser hin und her schubsen. Dann. Ist hier schon wieder Wassermangel gerade, das ist klar. Haben wir hier noch eine Paula? Ich bin bereit. Die Räder sollen rollen. Die haben wir ja auch noch. So, ihr nehmt das jetzt mal alles schön mit hier. Wir werden hier noch eine weitere Angestellte hinzufügen. Das hatten wir ja noch. Das ist, tut mir leid, das ist gerade Wiederholung für euch, ich weiß. Aber was soll ich machen, wenn das Spiel auf einmal abstürzt und ich nicht speichern konnte in der Geschwindigkeit? So, du bringst mal eben das hier rüber. So, und die Paula. Nein, hallo? So, so, so. Ich warte schon. Ach so, du bist schon da. Okay, gut. Zack, zack. Bam. So. Dann gehst du bitte dann zurück. Los geht's. Habe ich dich da echt stehen lassen? Ist ja eine Sauerei von mir. Ich eile ja schon. So. Mehl holt im Moment keiner. Getreide holt im Moment keiner ab. Das machen wir jetzt mal im manuell mit der Jelva. So. Ey, komm her hier. Sehr schön. Ich stehe bereit. Geht jetzt bitte in die Mühle. Achs und Radbruch. So, lad mal die Schichten da ab. Der Karren knarrt. Dann stellen wir hier noch jemanden ein und dann sagen wir zweimal Kleie und einmal Körnerbrei. Ich glaube, die Kleie, die braucht zu lange. Ich meine, an Wasser kann es nicht mehr liegen. Ah, Heidewitzka. So, warte mal. Warum? Danke. So, hallo. Jelva, nimm nochmal so viel Wasser wie möglich mit. Und dann müssen wir dir noch manuell die Route ändern. So schnell wie der Wind. Die ist nochmal hier rein. Normale Geschwindigkeit, dann kann der Robin schon mal ein bisschen Geld verdienen, was die ja hier gerade nicht so wirklich machen. Und los geht's. Da war schon wieder ein ganzes Wasser weg. Verkauft die jetzt hier doch eh noch automatisch oder was? Oh, ich sehe gerade, Weizen braucht ziemlich lange. Bestätigung. Zack, zack. Lasst uns da einen Scheffel drauflegen. Genau. So. Dann nimmt die Jelva wieder einen Schwung mit. Dann haben wir nämlich auch mehr Getreide zur Verfügung, um das überhaupt zu verarbeiten. Was ja nämlich auch noch hier gleichzeitig ein Problem sein könnte, ne? Weil wir brauchen ja jeweils 5. Ja, Weizen fehlt. Der Karren knarrt. Wird man hier alles ein bisschen optimiert. Was hatte ich für eine Lagerregel? 60. Ich würde es natürlich noch super schön finden, wenn ich schon das so einstellen kann, dann wenigstens noch die Möglichkeit zu haben, in einer manuellen Handelsroute, die ich manuell anlege, meine ich, zu sagen, halte ich bitte an die Lagerregel und dann vielleicht noch an den Punkt so und so. Verkaufe, also nimm nicht mehr Wasser mit, als dass der Lagerbestand bei 60 bleibt. Das wäre doch schön. Jetzt muss ich das aber erstmal manuell machen, indem ich
hier jetzt die Route einrichte. Ich muss das jetzt mal probieren, ansonsten weiß ich hier nicht mehr weiter. Schamner Mühlstein und noch ein Markt. Jo, hau hin. Das Liegen tritt sich fest, wird ein Teppich draus, kannst du weiterverkaufen. So. Jemand möchte eine Abmachung mit euch. Probier das jetzt generell erstmal so. Moment, nochmal Zeitlupe, bevor die Abmachung weg ist. Wir nennen das jetzt einfach erstmal Wassertest. So, bestätigen, speichern. Führe das bitte aus und halte dich dabei an die Regel, dass hier nicht mehr weg soll, als dass hier 60 auf Lager liegen bleiben. Das wäre sehr schön, ich wäre dir sehr dankbar. Ach, wisst ihr was? Machen wir gleich mal, damit es schneller geht und wir schneller Ergebnisse sehen. So. Speichern. Bestätigen. Noch ist alles in Ordnung. 22 hat sie noch Puffer. Du. Ich warte. Gehst bitte in der Zeit. Erstmal wieder hierhin zurück. Wir gucken uns jetzt an, was da für ein Angebot gekommen ist. Kostenlose Fehde beenden. Das nehme ich doch euer gerne an. Ansehen ist gewachsen. So, was mir jetzt aber gerade wieder einfällt, unsere zweite Hufe ist jetzt futsch, ne? Ja. Aber gut, müssen wir uns später darum kümmern. Jetzt geht es wirklich erstmal um dieses Optimieren dieser Routen. Weil wenn das nicht läuft, können wir alles andere vergessen. Komm bitte nochmal hier rüber in die Mühle. Da legst du noch das Getreide ab. Das brauche ich gerade. So schnell wie der Wind. Der Betrieb. Er kommt echt zu wenig Weizen hier rein. So, aber das läuft schon mal grundsätzlich. Schade, dass ich hier nicht einfach sagen kann, produziere Wasser. So, Jelva, du gehst bitte wieder zurück. Die Fuhre ist bald da. Sehr schön. So, jetzt richten wir dir doch mal eine Route ein. So, wir benennen sie Körnerbrei. Zum, ich glaube, 5. Mal jetzt. ja, wir fangen am Markt an. Gehen dann zur Mühle. Gehen dann zur Hufe. Das muss ich erstmal überlegen. Und gehen dann nochmal zur Mühle. Jetzt. So. Wir holen hier 10 Wasser. Langsam bitte, sonst ist der Tag wieder rum, bevor wir es überhaupt mal eingerichtet haben. So, wir holen 10 Wasser. Wir laden auf. Hier nichts. Wir gehen hier aufladen. Gerste und Weizen. Bring das dahin. Wir laden hier auf. Den Gerstenbrei. Körnerbrei, so. Zack. Der wird automatisch da oben verkauft. Also dieses Einrichtungssystem finde ich schön. Kann man nicht meckern. Also es macht sich jetzt echt gut. Es rechnet auch automatisch so, wie es sein soll. Ich habe jetzt nur keine Ahnung über Verbrauch. Das wäre wirklich noch eine schöne Sache, wenn irgendwo stehen würde, wie viel Wasser der Betrieb unter diesen Einstellungen an Wasser am Tag verbraucht, also während der Arbeitszeit. Oder sogar noch besser wäre natürlich, wenn der El Chefo mit drin arbeitet, dass das mitgerechnet wird. Das wäre natürlich super. So, ich sage jetzt hier speichern, ordne das zu. Jetzt hat dieses komplette Wasser mitgenommen, ich werde bescheuert. Wir ändern Wassertest ab auf. Hey, nein, stopp. So. Ich weiß nicht. 5? Nee, machen wir einfach mal so aus Spaß 2. So. Machen wir mal 2. Speichern. Bestätigen. Apropos speichern.
bevor es gleich nochmal abschmiert, habe ich null Bock drauf. Ich wollte eigentlich schon Feierabend machen für heute, aber die Folge muss jetzt noch sein. So, wir schalten jetzt den Freiburger erneut frei. Ey. Glückwunsch, euer unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis angebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Das ist sehr schön. So, ihr hattet doch eine Hufe. Nee. Hattet ihr eine Hufe? Nein, wart ihr das? Wer von euch war der mit der Hufe? Ich will mich ein zweites Standbein. Hier, widriger Weidegrund. Ich habe euch nichts zu sagen. Doch, hast du. Wirst du gleich schon sehen. Ich will das. Ich will das. Ich biete dafür das. Willst du Bock? Nö. Machen wir nochmal. Ja, okay. Zack. 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 Geht doch. Ist er schnell wieder drin? Wie die Weidegrund? Nee. So. Erstmal reparieren die Hütte. So. Dann automatisch, automatisch. Das tue ich mit großer Freude. Lagerregel. Soll ich gleich danach noch den Stall ausmisten? Was? Achso, du gehst es gerade verkaufen, okay. Erweitern. Arbeiter, ja. Erweiterung raus. Arbeiter anheuern, automatisieren. So, macht ihr erstmal hier in Ruhe. Und ich sehe gerade, das ist nicht die Hufe, die wir beim letzten Mal bekommen haben, ne? Wo ist denn hier der Markt? Wo sind wir überhaupt hier? Wir sind hier... Ach, herrje. Wir sind ja jetzt auf der anderen Seite der Karte. Aber ist jetzt nicht ganz so verkehrt. Hier würde ich mir dann... Das lasse ich erstmal automatisch laufen, aber hier möchte ich mir dann die Fleischverarbeitung einrichten. Beziehungsweise den Rohstoff für die... für das Wirtshaus dann... Ach, herrje, da hinten am... der Welt wieder. Weil das Wirtshaus so direkt in der Stadt fände ich schon besser. Andererseits könnten wir natürlich auch ein kleines Wirtshaus hier draußen zu stehen haben vielleicht und uns damit auch beliebter machen bei den Leuten hier. Und eine Windmühle wäre auch in der Nähe zum Kaufen möglich. Aber eine KI-Hufe ist immer so teuer. Lagerscheune könnten wir auch noch abkaufen. Wir könnten die anderen Dynastien auch theoretisch wegkaufen. Aber dann pflanzen die wieder... Obwohl, nee, die pflanzen ja dann nicht wieder irgendwo hin, sondern wir kaufen denen immer schon fleißig alles ab. Irgendwann ist kein Bauplatz mehr da und wir haben die ganzen Sachen für uns. Problem ist nur, irgendwann blickt man gar nicht mehr durch. So, jetzt gucken wir doch mal. Wie sieht's denn aus? Jemand möchte eine Abmachung mit euch treffen. Eine Allianz gründen und dafür Schlachterei gegen Windmühle tauschen. Ich will einen Gegenvorschlag machen. Darf ich nicht? Nee, dann nicht. Ich brauche die Schlachterei, es geht nicht anders. Das kaufe ich mich ja dumm und dämlich mit dem Zeug. Apropos, wie weit bist du denn hier? Ah, ein bisschen geht noch. Die gehen weg wie warme Semmeln, wa? Wortwörtlich. Habe ich eigentlich was im Verkauf gestellt? Ja. Da wäre es echt eine Überlegung wert, das rauszunehmen, die in Massen vorzuproduzieren und dann beim Tageswechsel früh am Morgen, wenn der Preis richtig hochschießt auf 1100 irgendwas, rauszukloppen, die Dinger. Weil ich verliere gerade über 300, ne? Pro Brötchen. Stimmt, das machen wir so. So, Lager, Verkauf raus. Null. Zack. Zack. Die anderen zwei Betriebe kriegen das jetzt hoffentlich mit dem Ansehen wieder hin. Jemand mag euch. Apropos Ansehen. Nee, also. Ich werde nach dieser Aufnahmesession mal die lokalen Daten nochmal vorsichtshalber auf Fehler prüfen. Das hatte ich eigentlich schon gemacht, bevor ich diese neue. Dieses neue Update hier überhaupt aufgenommen habe, aber vielleicht ist da jetzt unten ein Patch hinzugekommen, den ich mir erstmal ziehen kann.
Ich weiß nicht, habe ich letztes Mal... Ich könnte vielleicht nebenbei gucken. Nö, okay, gut. Wisst ihr Bescheid. Dann habt ihr auch mal kurz einen Einblick drauf bekommen, wie viele Spiele ich eigentlich habe. Ich glaube, ich bin jetzt bei über 60. Das ist noch mein neuer Account. Der alte hat auch noch mal ein paar. Ja. Aber gut, was wollen wir jetzt noch machen? Jetzt können wir erstmal wieder nur beobachten, theoretisch. Geld anhäufen. Einfluss kaufen wollte ich. Stimmt. Jetzt nicht, bitte. Meine Liebe, geh doch bitte mal Einfluss einkaufen. Was? 20? Ah, nee, 2500. Jemand hat euch gelobt. Jemand möchte eine Abmachung mit euch treffen. Ja, gerne. Angenommen. Schaut euch das mal an. Handelsreise ist ein komplett neues Feature. Wir können in einer anderen Stadt, also in der Fernreisestadt wahrscheinlich, hier Braunschweig, Berlin, Wittenberg, Hamburg, Handelsbeziehungen aufbauen. Oh. Und dann vielleicht schon so gut wie gar nicht mehr hier vor Ort verkaufen, sondern wirklich im Lager bunkern und immer per Fernhandel fett zuzuschlagen. Na klar, hier grundsätzlich was laufen zu haben für Ansehensbonus, für Fixkostendeckung und so weiter und so fort. Aber ansonsten, das also gefällt mir immer mehr. Aber wir sind ausgerüstet. Das ist ja, also, das gefällt mir. So, jetzt wurde sie natürlich angegriffen. Er hier ist gerade wieder ohne Mehl. Wir schicken ihn schon mal los. Ich meine, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder den teuersten Preis überhaupt haben. Ich kann gerade nicht. Aber du sollst trotzdem mal bitte... Wo war das denn jetzt hier? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ansehen einkaufen gehen. So. Ja. Zack. Wir nehmen mal den Filter wieder raus für die Angestellten. Dankeschön. Ja? So, wie sieht's aus mit Gerstenmehl? Oh! Schlagen wir mal zu. Das geht schnell. Das ist gut. Mir fällt gerade nur eine Sache ein. Jetzt hat sie nicht mehr genug Geld für die Bestechung. Schiete. Ihr werdet stolz auf mich sein. Ach, Robin, was machst du bloß immer? So, Quatsch. Auch Quatsch. Ebenso Quatsch. Was ist denn hier? Ah, okay. So, Kornhausen, wie sieht's aus? Du hast wieder mal kein Wasser. Was für ein Zufall. Warum hast du gerade Wasser hingebracht? Jemand hat euch gelobt. Wenn man drei Angestellte hat, wovon keiner was erholt, dann sollte man natürlich auch den Einkauf hochschrauben, ne? Andauernde Regenfälle sorgen für Überflutung. Herrschaftszeiten, was ist heute los mit mir? Jetzt hat das hier eine Abklingzeit, okay. Nee. Warte mal, das bringt Einfluss? Nee, das kostet Einfluss. Warte mal, es hat ja funktioniert. Ja, nice. Als hätten wir es nie ausgegeben, ne? Ja, dann sagen wir mal gleich schon mal ein bisschen was für den Edelmann im Voraus. Oder alternativ könnten wir die Ambitionen steigern. Fangen wir mal gleich hiermit an. Ansehensbonus 10% ist immer sehr gut. Aufmerksamkeit, Gesundheit, Produktivität, Charisma. Komm, die 150 nehmen wir noch mit hier. So. Es geht langsam, aber stetig voran. Ich steige langsam, aber sicher hinter dieses eigentlich schon fast neue Spielsystem hinter. Was mich halt nur immer noch stört, ist das mit den Lagerregeln, dass die nicht so richtig eingehalten werden hier. Und ich weiß echt nicht, woran das liegt. Oh,
Ich bin betörend. Ist das ein Zufallsereignis? Man redet gut über uns und wir haben eine Krankheit überlegt und das lässt ab hier mit der Zeit. Ja, schade. Okay. Aber gut. Ein schwerer Schneesturm, dann werden wir bestimmt gleich wieder Gebäude reparieren müssen. Aber erstmal gehst du bitte nach Hause, mein lieber Henrika. Jawohl. Ja, ich habe gerade ernsthaft vergessen, wie meine Frau heißt. So, repariere das mal. Dann hier auch noch. Jemand möchte eine Abmachung mit euch treffen. Die gucken wir uns gleich an. Jetzt muss ich aber erstmal reparieren. Ich nehme mal auch stark an, dass das mit der KI-Verwaltung der Gebäude wieder hinzukommt, weil es war ja schon mal insofern zumindest funktionstüchtig drinne, dass der KI-Meister von dem Betrieb sozusagen automatisch repariert hat. So, was wollt ihr? Nein. So, jetzt muss man erstmal wieder Geld verdienen hier. Apropos Geld verdienen. Wie sind denn gerade die Preise? Na bitte, es geht doch. Dann können wir gleich nochmal Wasser und Fett kaufen. Ich kann gerade nicht. Selbstverständlich. So. Da. So. Hauwächterzeug. Sehr schön. Wir brauchen Alltagsgüter, Fett. Nimmst du davon einfach erstmal 20 mit. Und Wasser. Rohstoffe bestimmt. Ja. Ja, nimmst du mal 40 mit hier. Wenn du für den Preis. Ja. Aber wenn ich gerade richtig gesehen habe, ist jetzt gerade so auf dem Abend, kurz vor Feierabend, der Preis auch wieder gesunken, ne? Gut. Müsste man sich echt mal alles so ein bisschen beobachten und merken. Na klar, die bringen auch einen krassen Preis, aber das wäre eher was für die Automatisierung dann. Braucht man aber wieder Wasser und Mehl, was man holen muss. Aber schon mal deutlich weniger Gerstenmehl. Genauso viel Wasser, kann man selber herstellen. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? So, du wirst das erstmal wieder schön herstellen. Hast du erstmal wieder ein paar Ressourcen da. Warum habe ich jetzt das Fett gekauft, ich Depp? Wisst ihr was, wir werden die Schlachterei mal automatisieren. So. Furtknecht, Angestellter, automatisch. Du. Lagerregeln bestätige. Euer Ansehen ist gewachsen. Das ist immer schön. So. Jetzt ist aber gerade Feierabendzeit, also läuft keiner los. Verständlich. Die hat ja eigentlich nichts zu tun, außer Viecher zu kaufen. In dem Fall jetzt hier Schweine. Nicht gerade günstig. Okay. So, wie sieht's aus? Hat irgendjemand schon Hunger? Meine 1 Uhr morgens, so ein schönes belegtes Brötchen. Ne? Darauf habt ihr lange gewartet. Am besten mit so einer Scheibe Leberkäse drauf. Ach nee. Ach Quatsch. Hab ja Verkaufslager deaktiviert. Stimmt ja. Im Moment gehen die Preise ja wieder. Nee, lassen wir mal so laufen. Es fehlt nicht mehr viel. Dann können wir den Patrizier endlich freischalten, der uns wiederum nochmal was brachte? Fernreise. Jemanden bestechen. Und das Lagerhaus. Ja. Ich bin immer noch am Überlegen, wie man das mit den Lagerhäusern am besten löst. Weil klar, ich könnte jegliche Produktion ins Lagerhaus reinführen lassen und dann von dort aus verteilen. Problem ist aber hier, Erweiterungen, Fuhrknechte, Maximum 3. Da muss man echt aufpassen und vor allem hat man ja dann teilweise echt hier wirklich riesige Warenmengen zur Verfügung. Das muss man
teils manuell machen und teils automatisch machen. Und dann kann es wieder passieren, dass die einzelnen Betriebe überlaufen. Das heißt, man muss sich das wirklich mal angucken. Vielleicht wirklich mal komplette Rohstofflager vollknüppeln. Und dann mal den ganzen Tag beobachten, wie viel von welchem Rohstoff wurde denn verbraucht in jetzt zum Beispiel der Hufe. Wie viel Wasser haben die verbraucht, wenn drei Leute nur Weizen herstellen oder drei Leute Gerste herstellen oder gemischt, was auch immer. Und das müsste man dann irgendwie so einrichten, dass ein Fuhrknecht, ja keine Ahnung, vom Arsch der Heide, sage ich jetzt mal für Deutsch, losläuft und dann würde ich den ganzen Tag... Ja, und dann würde ich einen ganzen Tag für hin und zurück brauchen. Aber das klappt selbst hier nicht. Selbst auf der Karte. Also selbst wenn ich jetzt da hinten, wo die zweite Hufe steht, den losschicke und zurückschicke, der läuft ja mehrmals am Tag. Und wenn er zu Fuß ist. Also, das ist ärgerlich. Man müsste eine Tagesproduktion irgendwo haben und dann würde ich sagen, bitte eine Tagesproduktion von so und so viel an Wasser, Getreide, was auch immer, dahin liefern. Und das einmal am Tag. Oder so ähnlich. Ansonsten ist man jetzt hier meiner Meinung nach echt nur am Rätseln gerade. Aber gut, vielleicht muss ich auch einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Jetzt werde ich erstmal der Henrika sagen, dass sie weiter Einfluss sammeln soll. Wir gucken jetzt, wo wir endlich wieder im Winter 1415 sind, wo wir ja schon einmal waren. Er ist jetzt doch mal ein Jahr älter geworden, das ist schön. Ich bin gerade jetzt nicht. So, wir gucken nach den Brötchenpreisen nochmal, die sind gerade super. Könnte man nochmal 5 verdienen? Nö. Ich mache jetzt einfach mal eine Ladung fertig hier und wenn er nicht mehr kann, dann wird er so zum besten Preis verkaufen, ansonsten vorher nochmal einkaufen. So, der Wecker hat jetzt auch schon wieder geklingelt, leider. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht gestört, dass ich nochmal alles neu gespielt habe, was ich eigentlich schon gestern gezeigt habe. Jetzt muss man auf andere Weise. Ein bisschen. Minimal effektiver, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall durch für heute. Ich brauche eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns dann morgen wiedersehen. Ciao.